Okay. Wir passen auf. Du scheiß Verräter, du. Schitte. So, da wir eine kugelsichere Weste haben wird, werde ich auf den Kopf gehen müssen. Ups. Der Weg ist einfach nicht der Gabe. Oh. Oh. Okay. Habe ich mir leichter vorgestellt. Mann, Mann, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Diese Sidesteps, die gehen mir auf den Sack, ne? Weil die sind an sich. Ist das eine coole Idee mit den Sidesteps, aber. Die Umsetzung als solche. Habe ich irgendwas Sprengstofftechnisches? Ne. Gut, der ist eh aufgeflogen. Okay. Purer Nervenkitzel. Nein! Och. Oi, 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 oi. Gut. Plan B. Also der Typ, der meint es ernst. Ich jetzt wüsste... Warte mal, ich muss mal was gucken. Der Kopf ist ungefähr auf der Höhe. Okay. Also müsste der Kopf so auf der Höhe ungefähr sein. Okay. Für meine Führung war ich auf Kopfhöhe, aber okay. Anscheinend nicht. Ja, danke. Der ist erledigt. Schick noch keinen Bericht an Markinson. Ich will rausfinden, was hier los ist. Wo ist Fagin? Mara muss die Wanze zerstört haben. Sein Signal ist weg. Ich gehe in den Sicherheitsraum und verbinde dich mit ihrem Kamerasystem. Roger, der Farcom-Sicherheitsdienst hat das Gebäude abgeschlossen. Wahrscheinlich suchen sie dich. Ich mach das schon. Das kann sein. Auf jeden Fall kann ich jetzt ballern. Ich weiß nicht, warum er jetzt geballert hat, aber okay, gut. Schau in den Sicherheitsdienstplänen, welche Wächter Schlüssel haben und wo sie sind. Ich versuch's. Okay, wir haben jetzt eine neue Waffe. Nämlich die G18, die ist richtig super. Die ist richtig gut. Wir haben auch ein bisschen... Ich sage jetzt bewusst ein bisschen Kusi ihre Weste zurückbekommen. Boah, die geht so ab, die Waffe. Gut, die haben anscheinend keine Kusi ihren Westen, das ist sehr schön. AK-5, nicht mehr viel. Ach da. So, Waffe leer. AK-5. So. Eigentlich hätte er mich sehen können. Eigentlich. So haben wir. Ja. Aber man kriegt so wenig Munition für die Waffe, das ist krass. Ist das richtig, was ich hier mache? Nein, ist nicht. Gut. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hochklettern, dass es irgendwie naheliegend. Ah, hier, okay. Ja, so der Vorreiter von Uncharted, so ein bisschen, ne? Finde ich persönlich zumindest. Jetzt mache ich ganz so viel Augenmerk auf. Erkundung und Erforschung und irgendwelche Sachen finden. Und Abenteuer. Aber man hat auch so ein paar Kletterpassagen.
Eigentlich dürfen in Lüftungsschächten keine Gegner sein, aber man weiß ja nie. Auch nicht wie bei Uncharted auf einmal irgendwelche Monster kommen. Oh! Gut, jetzt habe ich genug Munition. Es kann kommen, was will. Warte mal, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich bin nämlich ein bisschen vorsichtig jetzt. Ah, dahin. Okay, noch irgendwo jemand ohne Fahrschein? Hm? Ach da, Bin auch doof, wieso schießt denn nicht hier mit der automatischen Zielerfassung? Hab ich ja ganz vergessen, dass die gibt. Oh, Kugelsicherweste. Das ist aber auch kein Problem, das kriegen wir auch hin. Nämlich so mit der Waffe hier. Braucht halt nur wieder ein bisschen länger, aber ist egal. So. Eile mit Weile. Okay. Das war so schön damals, wo es keine Sammel-Items gab. In solchen Spielen. Herrlich. Gut, die G18 wird erstmal leer bleiben, das ist aber nicht so schlimm. Warst du der Einzige? Kam noch einer mit dir? Du warst anscheinend alleine. Okay. Schlüssel gerade gefunden. Bist du unten oder bist du oben? Ah, da! Das war ein Fehler von dir, mein Freund. Und so von dir. Von dir sowieso. So, kugelsichere Weste, sind wir auch wieder voll ausgestattet. AK-5 ist auch komplett voll. In den Kopf schießen. So. Geht doch. Aber ich glaube, hier muss man jetzt was ganz Spektakuläres machen. Moment. Keine Gegner. Keine Gegner. Moment. Was müssen wir auch machen? Wir müssen Sicherheitsschlüsselkarten suchen. Hier irgendwo. Fagin lebend fassen. Der ist da irgendwo im Sicherheitsraum. Okay. Okidoki. Aber. Ah, ich glaube, einer von den Typen hat die Sicherheits. Oder? Ich erinnere mich hieran ein bisschen. Das ist schon mal viel wert. Kann ich hier langlaufen? Nein, kann ich nicht. Gut, hätte er sein können. Dass er irgendwie so ein Seitwärts-Salto macht oder so. Hat's alles schon gegeben. Ich würde so nicht denken, dass einer der Typen die Schlüsselkarte bei sich hat, aber ich habe mich auch schon geirrt in meinem Leben. Ich kletter einfach mal ganz hoch. Guck mal von der anderen Seite. Da ist was. Oh, ich habe die Schlüssel. Ah, ich habe die, glaube ich, schon gesammelt. Ich muss sie nur hier oben. Ach so, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ja, okay, ich weiß es. Moment. Ja, so. So. Ich bin so Umweg jetzt gelaufen, ne? Das ist unfassbar. Gut, ich wusste nämlich nicht, welches Tor es ist, weil ich hab gesagt, das wäre das Tor geradeaus. Das wäre so Tomb Raider-Style gewesen. Das nervt natürlich, ne? Immer wieder hier hoch. Und ich muss ja erstmal die Wache töten, ne? Von daher hätte ich eh nicht weitergehen können. Wir wollen ja sachlich bleiben. Ja, es kommen noch richtig geile Waffen. Also die G18 ist die, glaube ich, die war richtig geil. Dann kommen noch ein paar andere. Ich will es aber auch nichts verraten. Aber es sind echt ein paar Dinger dabei. Da schlackerst du mit den Ohren. Komm schon, Gabe. Schweinsgalopp. Nicht gegen die Wand laufen. Hüp! Oh. Super.
was runterschießen? Ich glaube, der Ami-Version ging das so, ich weiß gar nicht mehr. Gut, ist ihre Weste. Wow! Sei nicht ganz knusper hier. Aber da ist noch ein Ziel. Hier ist noch ein Ziel. Hallo, da ist noch ein Ziel. Danke. Ah, treffen wäre eine Idee. So, okay. Da liegt an der Waffe, die hat so eine extreme Streuung deswegen. Was? Schlüsselkarte? Ah, Munition für G18. Geile Sache, geile Sache. Ich überlege jetzt gerade, was mit dem anderen Tor ist. Warte mal, ich will mal gerade was nachgucken. Weil da war ja noch ein Tor. Gut, wenn wir dahin müssen, dann kommen wir später eh nochmal dahin. Ist ja nicht irgendwie das, was wir vergessen können. Also wir müssen eigentlich nur den Typ finden. Das ist nix. Okay. Raketen. Warum auch immer sich hier Raketen befinden. Ja, der ist natürlich auch ein bisschen assi jetzt, ne? Ich kann nichts machen, ne? Ist ja einfach nichts. Warte mal, ich muss erstmal jetzt hier irgendwie raus. So. Ihr seid tot und du jetzt auch gleich. Ja genau, lauf mal genau ins Feuer rein, hast du recht. Also ein Schussfeld vielmehr. Bin ich jetzt hoch und runter gefahren mit dem Aufzug oder was? Kommt mir so vor. Na gut. Aber wir konnten den Typ wenigstens bequem killen. Ach so, ich habe ja nur gerufen. Ja. Damit muss ich mich erstmal zurechtfinden. Dass man sich einfach hinstellen kann, Dreck drücken kann und man fährt automatisch los. Dass die Mare Armor noch da ist nach dem Kopfschuss, oder Kopfschüssen, das überrascht mich ein bisschen. Die war auch recht freizügig gekleidet, muss man auch sagen. Gibt schlechtere Outfits. Okay, das war nix. Das war einfach nur Scheiße von mir. So, Was? Hör mal auf mit der G18 auf mich zu schießen. Ist nämlich ein wenig asozial. Mal für rumzuschreien. Kann ich irgendwas machen? Oh. Oh. Jetzt achtet. Ja, ne? So sieht's nämlich aus. Jetzt geht's hier rund. Nee. Kommen wir immer noch mit. Wenn wir zwar erstmal nicht mehr brauchen, aber ist egal. Die Waffe ist so geil, ne? Ich kann es nicht in Worte fassen, wie toll diese Waffe ist. Überragend. So. HK5. Ganz, ganz viel. Ich bin ja froh, dass sie keine G18 tragen, weil die G18 ist halt sehr assi. Okay. Kein Gegner. Ich habe übrigens in einem der vorherigen Parts vorhin festgestellt, dass zweimal nach hinten drücken bewirkt, dass er sich 180 Grad dreht. Das ist sehr praktisch. Noch praktischer wäre es, wenn... welchen Sicherungscode hätte. Was? Was habe ich vergessen? Was habe ich übersehen? Was muss ich machen? Oder Sicherungscode doch in diesem einen Tor. Wollen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, oder wie? Kann ich hier noch irgendwas machen? Habe ich schon wieder irgendwas übersehen jetzt? Hä? Momentchen mal. Ich glaube echt, ich weiß woran es... Ich glaube, den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht.
vor einiger Zeit. Ich glaube, das ist aber kein Spiel, wo man jetzt irgendwie einen Fehler macht, den man nicht mehr reparieren kann. Das heißt, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie vor und zurück könnte. Ich glaube, sowas macht das Spiel nicht, aber... Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Ist ja auch nicht schlimm, habe ich schon mal die ganzen Gegner getötet. Aber ich komme nicht mehr zurück. Wird mir das denn angezeigt, wo die... Unbekannt. Okay, also wieder fröhliches Suchen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es alles so einfach geht. Ich kann nur hoch und runter, ich kann nicht nur woanders hin. Drück mal Spaß habe hier drauf. Ich bin gerade echt ein wenig überfordert. Gut, hier habe ich ja alles aufgemacht, was man aufmachen kann. Das war das. Ich werde schon wieder beschossen. So. Aber ich finde es gut, weil dann weiß ich, dass ich noch was machen muss hier. Oder hast du die Sicherheitskarte? Das ist bei Sicherheitscode. Hallo? Hochklettern kann ich hier nirgendwo. Ich hoffe, dass es an diesem Typ irgendwie lag. Wenn man der jetzt auch herkam. Nein. Was ist das? Warum ist das so? Das andere Tor konnten wir aber nicht oft öffnen damals, also wo ich, damals vor 10 Minuten, wo ich hin wollte. Also ich tendiere dazu wirklich, das wieder offscreen zu machen, weil ich jetzt gerade total überfordert bin. Sicherungscode. Keine Ahnung. Ich guck mal gerade auf meine Anzeige. Ja, ich werde den Part jetzt beenden. Gut, dann beende ich jetzt den Part und werde nochmal offscreen nach dem Sicherungscode suchen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Und beim nächsten Mal geht es einfach mal weiter, ne? Würde ich sagen. Alles klar. Dann vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.